Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, warum stehen wir als Grüne dazu, dass wir Brenntage oder das Verbrennen von Gartenabfällen nicht mehr prinzipiell erlauben wollen? Erstens haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf saubere Luft und auch nicht nur, wie Sie sagen, die in der Stadt wohnen, sondern die Bürgerinnen und Bürger auch, die im Eisfeld oder im Saale-Orla-Kreis oder im Landkreis Greiz oder wo auch immer auf ihrer Terrasse sitzen, haben auch ein Recht darauf, dass sie das in Ruhe machen können und nicht durch Rauchschwaden vom Nachbarn belästigt werden. Zweitens, und das ist ein Argument, was Herr Gruner als energiepolitischen Sprecher ja eigentlich interessieren müsste, Abfälle sind viel zu wertvoll, um sie ungenutzt zu verbrennen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in Deutschland ausgerechnet, bundesweit gibt es 100 Millionen Tonnen, die als Biomasse-Reststoffe energetisch nutzbar sind. Das kann man sich als Zahl ja immer nicht so in den Dimensionen so vorstellen. Deswegen haben wir das mal umgerechnet. Das entspricht deutschlandweit 4 bis 5% des Primärenergiebedarfs. Und hier müsste ja eigentlich Herr Gruner jubeln als energiepolitischer Sprecher und müsste sagen, 4 bis 5%, da zücke ich gleich mal den Taschenrechner und rechne aus, wie viele Windräder das weniger sind oder wie viele Braunkohlekraftwerke schneller abgeschaltet werden können. Es ist doch überhaupt nicht einsehbar, dass wir unseren Müll entsorgen, den nicht nutzen und dafür andere Energieformen benötigen und neue Ressourcen verbrauchen. Ein Teil der nutzbaren Rohstoffe sind hierbei Baumschnitt und Gartenabfälle. Hier gibt es zurzeit 3 Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Ersten kann man den Baumschnitt als Hackschnitzel oder mit neuesten Entwicklungen sogar als Pellets auch verarbeiten. Es gibt mobile Anlagen. Es gibt erste. Es gibt erste Anlagen, die sogar Grasschnitt zu Graspellets verarbeiten. Sie werden das vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber es gibt erste Anlagen und erste Landkreise, die diese Reststoffe nutzen, diese verarbeiten und diese dann in ihren kommunalen Gebäuden und in Schulen preisgünstig einsetzen. Und das ist Ressourcenschonung und das ist eine Technologie, auf die man setzen kann. Eine einfache Möglichkeit ist natürlich, daraus Kompost herzustellen. Das wird ja in manchen Gärten auch gemacht und manche Kommunen machen das auch. Das ist sicherlich eine einfache Möglichkeit. Aber hierbei haben wir den CO2, der entsteht durch die Verarbeitung, hat man nicht die Möglichkeit, das energetisch zu nutzen. Und eine viel bessere Möglichkeit ist, durch Biogasanlagen diese Reststoffe zu verwerten. Jetzt werden Sie als CDU sicherlich sagen, das sind alles Zukunftsaussichten, das geht an der Realität vorbei. Jetzt möchte ich Ihnen 3 Beispiele nennen, wo das seit Jahren schon umgesetzt wird. Zuerst fahren Sie mal die A71 nach Schweinfurt, werden Sie sehen an der Autobahn, ohne Mais und Gülle werden ausschließlich Reststoffe und Bioabfall dort in der Biogasanlage verarbeitet. Jetzt können Sie natürlich sagen, Bayern interessiert mich nicht. Ich muss mal schauen, wie wir das in Thüringen machen. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist natürlich, kann man natürlich machen. Aber bedenken Sie bitte, in Erfurt ist eine sogenannte Trockenfermentationsanlage seit 2009 in Betrieb. In dieser Anlage werden jährlich 23.500 Tonnen Bioabfall verwertet. Daraus wird Strom erzeugt, die Wärme wird genutzt und die Reststoffe zu Kompost hergestellt. Das ist eine Technologie, die sich seit Jahren bewährt hat. In Erfurt sind Sie sehr zufrieden damit. Sie können die Bioabfallreststoffe einsammeln. Es funktioniert sehr gut. Jetzt kenne ich natürlich Ihr Argument. Sie sagen, die Grünen, die wohnen nur in Städten und sitzen höchstens mal an ihrem Tiergarten, aber vom ländlichen Raum haben Sie keine Ahnung. Mit dem Vorurteil muss ich natürlich aufräumen, denn
Meine sehr geschätzte Kollegin Frau Dagmar Becker wird nachher noch im Detail darauf eingehen, denn wir haben einen Landkreis Nordhausen, der auf vorbildliche Art und Weise diese Technologien ebenfalls einsetzt. Schon sehr lange einsetzt, ich will jetzt nicht in Details eingehen, aber eins möchte ich doch sagen, weil Ihr Argument ist ja auch immer, wer soll das bezahlen? Das sind Dinge, die wieder den Steuerzahler oder den Beitragszahler belasten. Da muss ich Ihnen sagen, im Landkreis Nordhausen ist seit der Einführung der Bioverwertung von Reststoffen die Beiträge sind konstant geblieben auf einer vorbildlichen Art und Weise. Und es konnte parallel dazu ein großes Netzwerk an Service-Dienstleistungen angeboten werden. Und hier muss ich auch mal sagen, Frau Becker wird sich das natürlich nicht in der Klarheit so getrauen, vom Landkreis Nordhausen lernen heißt siegen lernen. Dieses Beispiel haben wir mal für ganz Thüringen durchgerechnet. Und es besteht ein Potenzial, wenn man diese bestehende bewährte Technologie nutzt, für ganz Thüringen ein Potenzial für 20 neue Anlagen in Thüringen. Das sind Potenziale für neue Investitionen, für neue Arbeitsplätze und für Stärkung im ländlichen Raum. Aus Abfall, aus Müll wird sozusagen Gold gemacht. Und ich habe null Verständnis dafür, dass Sie als CDU, die sich ja immer für die Stärkung des ländlichen Raums einsetzen, sich dieser Entwicklung verwehren. Sie sind im Grunde verweigern damit Wertschöpfung im ländlichen Raum und gegen eine wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum. Das kann niemand hier verstehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte auch gar nicht so sehr auf Formalien rumreiten, aber ein weiterer Grund ist natürlich, dass wir ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben von 2012. Und nur weil das die CDU-geführte Landesregierung und die zuständigen Ministerien bis jetzt verschleppt haben, das umzusetzen, heißt das nicht, dass Gesetze auch nicht für Thüringen gelten, auch nicht für die Thüringer Landesregierung. Wir sind verpflichtet, das Kreislaufwirtschaftsgesetz umzusetzen. Daran kommt man auch mit Ihren Argumenten nicht vorbei. Ein dritter Grund ist, dass von Ihnen oft genannt wird, ja, im ländlichen Raum, die Menschen haben alle einen Garten, die richten sich Kompost ein, wir brauchen dort keine Biotonnen, wir brauchen keine Verwertung. Das ist theoretisch möglich, aber Sie müssen auch die Realitäten anerkennen, dass Untersuchungen von Restabfallmengen, von Restmülltonnen ergeben haben, dass 50% davon, was dort landet, in normalen Abfalltonnen Biomüll ist. Also Pflanzenreststoffe aus dem Garten, die gerade nicht kompostieren wollen. Es geht an der Lebenswirklichkeit von vielen, auch im ländlichen Bereich vorbei, dass sie nicht die Zeit haben oder nicht die Möglichkeiten, all ihre Bioreststoffe im eigenen Garten zu verwerten. Dagegen wollen wir uns gar nicht aussprechen, das ist ja auch weiterhin möglich, aber das zu behaupten, dass das für alle die Generallösung ist, das ist schlichtweg falsch. Jetzt habe ich Herrn Gruner ja schon wieder so verstanden, die Grünen und das Umweltministerium, die rot-rot-grüne Landesregierung, die greift die Leitkultur des ländlichen Raums an. Herr Abgeordneter Kobelt, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Das natürlich. Malch, bitte. Herr Kobelt, stimmen Sie mir zu, dass es bei unserem Antrag um das Brennverbot für Baum- und Strauchschnitt geht und nicht um den Grasabfall? Natürlich stimme ich da Ihnen zu, dass das Ihren, was das Ihren Antrag ist, aber das zeigt natürlich, dass Sie auch eindimensional nur denken in diesem Bereich. Man muss natürlich die ganzen Reststoffe sich anschauen, die dort anfallen und gerade kommunale Einrichtungen haben ja Interesse dran, sowohl die Reststoffe als auch den Baumschnitt Service, mit einem guten Service zu entsorgen und da gibt es jetzt natürlich viele neue Möglichkeiten. Dass Sie die nicht nutzen wollen, kann ich nicht verstehen. Aber wir denken dort komplexer und schlagen dort auch Lösungen vor. Aber lassen Sie mich doch nochmal zu der Leitkultur des ländlichen Raums zurückkommen. Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass in den aktuellen Entwürfen des Brennverbots es natürlich auch Ausnahmen gibt. Es gibt Brauchtumsfeuer, können weiter durchgeführt werden. Sie können in Ihrem Garten in Feuerschalen auch Ihren Reststoffe, wenn Sie das möchten, weiter verbrennen und in begründeten Einzelfällen bei Großereignissen oder wie auch immer, können auch Einzelgenehmigungen
erteilt werden. Also, es ist nicht so radikal, wie Sie es gerne darstellen, und es ist schon gar nicht ein Angriff auf die Leitkultur des ländlichen Raumes, sondern ist eine Stärkung des ländlichen Raumes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sehen als Grüne große Chancen in der Nutzung von Bio- und Gartenabfällen. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz, ein Beitrag zur Müllvermeidung, eine Verbesserung der Luftqualität, aber auch eine Verringerung der Energieabhängigkeit. Letztendlich werden durch eine intelligente Verwertung Arbeitsplätze im ländlichen Raum geschaffen. Und das sind für uns Argumente, die im Übrigen auch die CDU-Abgeordneten im Landkreis Nordhausen dazu bewegt haben, auch seit Jahren konstruktiv an der Restmüllverarbeitung von Gartenabfällen und von Bio-Reststoffen mitzuarbeiten. Im Ilmkreis ist ein zweites Beispiel, wo sich die CDU offensiv dafür ausspricht. Und glauben Sie uns, wir haben auch viele Briefe bekommen und viele E-Mails, wo Bürgerinnen und Bürger, auch die CDU-nah sind, sagen, das ist eine gute Sache, dass die Reststoffe jetzt energetisch ordentlich verwertet werden und dass wir nicht mehr von Rauch am Wochenende belästigt werden. Also, wenn wir Ihren Antrag jetzt ablehnen, hat das nichts als Ablehnung des ländlichen Raums zu tun, sondern wir wollen ihn gerade damit stärken und es gibt intelligentere Möglichkeiten, unseren Müll zu verbrennen und unsere Reststoffe zu verbrennen. Denken Sie darüber auch bitte nach. Viele CDU-Abgeordnete und Initiativen in den Kommunen machen das und es wird schrittweise auch die Chancen genutzt werden. Und ich bin mir sicher, dass in ein, zwei Jahren, wenn das gut funktioniert, auch Sie im Landtag hier überzeugt sind und nicht aus polemischen Gründen diese Möglichkeit ablehnen können. Vielen Dank.